Jetzt wird es ein bisschen. Andere Länder, andere Sitten. Was magst du denn? Andere Länder, andere. Ja, andere Länder, andere Sitten. Ja. Zumal ja auch Österreich ein anderes Land ist, mit anderen Ländes. Sitten. Aber vielleicht ist er. Am walisischen St. David's Day. A. Bringen Kinder rot bemalte Kartoffeln mit zur Schule. B. Schmücken sich die Bürger mit einer Lauchzwiebel oder Narzisse. Oder C. Werden die Haustüren von Junggesellen mit einer Wurst markiert. St. Bernhard, David's hast du schon jemals Day. Von dem St. David's Day gehört? Nein. So, also ich würde bei C würde ich auch so ein Fruchtbarkeitsding gehen irgendwie. So nach dem Motto, hier, die Wurst ist noch zu haben, hahaha. Ha, ha. So vom, weißt du, so, schmücken sich Bürger mit einer Lauchzwiebel oder Narzisse? Was das finde ich ja langweilig, ehrlich gesagt. Das machen ja Kinder am ersten Schultag, auch wenn sie mit Blumen im Haar kommen. Das ist ja jetzt nichts so Besonderes. Also das finden wir einfach zu langweilig. Ja, das muss okay. Cooleres sein. Bemalte Kartoffeln. Warum mit zur Schule. Kartoffeln da ist vielleicht, da wäre vielleicht die Idee, die Frage ist, wann der jetzt ist, der St. David's Day. Vielleicht ist der zu einer Erntezeit, ne? Und es geht da um die Ernte, Frühling wegen mir oder wegen mir auch Herbst, wann auch immer das ist. Und man bringt das dann mit als, aber rot bemalt, das ist doch sowas wie Ostern. Vielleicht ist es der 1. Mai, der Tag der Arbeit und deshalb rot, rote Kartoffeln. Weiß ich nicht, nee, blöde. Ach. Nein, es gibt ja andere Gründe für rot. Also das C finde ich auch nicht so unplausibel eigentlich. Hm. Wie kommen wir denn jetzt hier zu einer Entscheidung? Ja. Es kann sein, dass das jemand mitbekommen hat. Oder wir sagen, wir heben uns das auf für was, wo wir, weil wir denken, ja, die fragen wir doch mal das Publikum. Warum nicht, oder? Ja genau, warum nicht? Wir fragen nicht. Das Publikum. Und was nehmen wir, wenn wir nehmen die Wurst? Können wir da noch mal reden danach? Ja, nee, aber dann nehmen wir die Wurst. Einfach, weil es lustig ist. Weil es lustig ist. Dann nehmen wir so, die Wurst. Wer hat denn, aber vielleicht hat einer was mit dem heiligen David und hat. Ja, oder Wales-Erfahrung. Man kann ja auch da im Austauschjahr gewesen sein oder Studium oder Urlaub. Irgendeine oder gelesen, Ahnung. Gesehen. Keiner? Wirklich nicht? Wir nehmen die Wurst. Ich sag's nur. Wenn einer nicht will, dass wir die Wurst nehmen, wäre jetzt die letzte Gelegenheit oder er möge für immer schweigen. Weiß jemand, ob es einen Schutzpatron von David gibt, den heiligen. Was das irgendwie. Das ist kein David, ne? Schade, hätte ja sein können. Ich glaube, ihr werdet hier enttäuscht in diesem Falle. Ja. Dann müsst ihr euch selber entscheiden und es ist die Wurst, oder? Ja, okay. Wir nehmen die Wurst. Wir nehmen die Wurst. Ich kenne nur Hanswurst. Der St. David's Day ist der Nationalfeiertag der Waliser, der am 1. März zu Ehren des heiligen Davids, der Schutzpatronen der Waliser, gefeiert wird. Einer Legende nach empfahl der heilige David im 6. Jahrhundert den Walisern, sich bei einer Schlacht gegen die Angelsachsen Lauch an die Helme zu stecken, um die eigenen Soldaten leichter zu erkennen. Die Narzisse wiederum symbolisiert den Frühling, der mit dem St. David's Day eingeläutet wird. Heute sind sowohl Lauch als auch Narzisse walisische Nationalsymbole, mit denen sich Feiernde an diesem Tag schmücken. Schade. Haben wir das auch geklärt? Es bleibt bei 1500 Euro. Ihr könnt